Es läuft doch. Ja komm, jetzt wurde ich schon wieder von Ziege gebumst. Ja komm. Ich bin Elfter. Das Rennen ist vorbei. Hallo meine lieben Player Gaddon Hipster. Herzlich willkommen zurück auf Player Gaddon und einer neuen Runde Mario Kart 8. Zusammen mit einem der geilsten Gäste, den man hier auf YouTube wohl finden kann. Mit dem Hübi. Oh, danke, dass du mich vorgestellt hast. Ja, kein Problem. Ich bin jetzt nämlich mittlerweile abonnentengeil geworden. Mit meinem ganzen Abonnentenbot, den ich mir jetzt im Internet gezogen habe, ist es gar kein Problem. Nein, okay, Spaß. Jo, ich bin der Hübi. Ich stelle mich erstmal mal selber vor und wir zocken eine Runde Mario Kart 8 zusammen natürlich mit dem Player Gaddon hier auf seinem eigenen Kanal. Und Hallöchen. Und ich hatte die Ehre, die Begrüßung machen zu dürfen. Ja, habe ich ihn erlaubt. Ausnahmsweise. Ja, ausnahmsweise, er ist jetzt Fame, ne? Ja. Ja, und da muss man sich jetzt halt, ja, Audienzen und Genehmigungen von ihm einholen. Ja, klar. Ey, meine Pflanze hat gerade den Blooper gegessen, ne? Oh, du, ich wusste gar nicht, dass es geht. Tja, dann merkt man halt, dass du uncool bist. Ja, egal. Oh, jetzt hab ich mit dem Hass den Abonnenten auf mich gezogen. Ich hab mich uncool genannt. Egal, Hashtag YOLO, ne? Ja. Aber ich bin Zweiter, mal gucken, wie lange... Nee, oh ja! So viel dazu. Die erste Platzbombe hat mich getroffen als Zweiter. Das ist immer... Oh, jetzt über eine Banane. Oh, ich sehe dich da vorne. Ich bin dir am Arsch. Jetzt habe ich dich überholt. Nee. So. Nee. Zack, ist das... Oh, ich habe einen Bob-Bomb gelegt. Also soll ich dich treffen. Jo, und ich bin dran vorbeigefahren und du hast Windschatten genutzt und ich wurde von einem Roten getroffen. Ja, das hab ich super gesehen. Du hast hier auf einmal... Alter, ja, jetzt wurde ich runtergeschmissen. Dankeschön. Sehr sozial von... Ja, komm, fuck you, scheiß Pflanze. Ja, komm! Stern! Komm! Jetzt durchs Tor? Ja, nein, da bist du. Haha. Ich glaube, ich finde dich so nah. Okay, sorry. Das war nicht mein Niveau. Das hat niemand gehört. Ich sagte, ich kaufe dir einen Barsch. Einen Barsch? Oh, das ist aber lieb von dir. Wie ne. Och, komm! Jetzt habe ich mir gerade einen Barsch geholt. Dafür, dass du mir einen Barsch kaufst. Ja, kein Problem. Ich bin ja Animal Crossing-Fan, ne? Ja, klar, ich auch. Ein ganz harter. Ey, wenn die bei der E3 kein Animal Crossing vorstellen, dann randaliere ich da aber. Oh ja, randalierst du gleich. Ja, dann werde ich so ein Hooligan. Läufst du dann nackt auf die E3-Bühne? Ja. Mit einem Messer. Das nicht, aber mit so einem Animal Crossing-Zeichen. So ein Blatt. Das wäre nice. Ach, da bist du ja. Überholt. Als ob du, nein! Ich habe eine Feuerblume getroffen. Nee, das ist die letzte Runde, jetzt merke ich es gerade. Ich war die ganze Zeit gut, jetzt bin ich 10. Ah, nee, ja, danke, ich bin servus! Ich bin aber vor dir gelandet. Na, ah, wieso, wer wählt immer diese Strecke aus? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ah! Oh, ich hätte fast meinen Superstart verkackt. Aber kein Problem. Ist aber schön gewesen. Alter, es gibt 4 Knochenpause hier in der Lobby. Ich dachte, ich wäre unique, wenn ich Knochenpause nehme, aber anscheinend nicht. Du bist, oh mein Gott, Windschatten! Einzigartig. Ich habe Doppelwindschatten bekommen, damit habe ich nicht. Ja, gemacht. Das ist immer so unfair. Mal gucken, auf welchem Platz bist du? Jetzt habe ich nochmal Windschatten bekommen, jetzt bin ich 12. Oh, nee, komm. Ja, sehr nice. Läuft richtig bei mir. Hm. Wo bist denn du? Läuft wie unser Clankrieg. Hast nur einen Stern geholt, ne? Ja, aber ich hab noch einen angerissen und hatte ich 3. Oh. Also ich habe vier Sterne geholt und die sind auch einmal für mich. Ja, dafür, klar. Dass ich mein Rathaus viel zu früh geupgradet habe, und denke ich der Vollversager von dem. Ach komm, ich bin wieder nach dem Item. Ja, komm. Näher, damit ich ihn überfahren kann. Und groß werden. Was ist das für eine Logik? Ich bin Dritter und der Zweite ist vor mir größer geworden. Und das, wobei er die ganze Zeit vor mir war. Okay. Das läuft. Ist legit. Komm, ich bin Zweiter und Erster. Komm. Jetzt soll das Rennen zu Ende sein. Jetzt soll das Rennen zu Ende sein, okay. Ach komm, ich werd so durchgebumst hinten. Komm. Ah, das sieht doch gut aus. Wenn das so weitergeht, ist doch alles perfekt. Perfekt. Ich kann mit Ludwig irgendwie besser fahren als mit Bowser. Ja, ist ja ein kleiner Aspekt, ne? Ja, klar. Der kriegt die Kurven besser hin. Ah.
Geschmackssache, denke ich. Ja. Komm. Aber in deinen Aufnahmen kämpfe ich immer um die letzten Plätze, das ist geil. Ja. Wir sollten immer aufnehmen. Ja, wir sollten immer aufnehmen, Mann, Alter. Richtig nice. Ich kann mir auch nichts Geileres vorstellen. Ja, dann kriege ich Punkte und du kriegst dann halt Minuspunkte. Ich kriege aber auch Punkte. Halt mit einem anderen Vorzeichen. Okay, komm, lass bitte einen blauen abschießen. Das würde ich so feiern. Wo kam der denn her? Komm, nein. Na, okay. Ich habe ihn schön runterkatapultiert und wenn alles... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, genau. Ich war Erster und... Der Fritz hinter mir hatte natürlich eine Feuerblume. Ich war Vierter. Da wurde ich vom Ende wieder gebumst und bin Achter. Ich könnte jetzt wieder den Raum verlassen, wie vorhin. Ja, kannst du machen. Ach ja, Dritter ist doch nice geworden. Wird es heute eigentlich wieder eine 10-Minuten-Folge? Oder wieder eine Sonderfolge mit 20 Minuten? Kommt drauf an, ob ich verscheiße oder nicht. Hallo, willkommen zurück zum dritten Rennen. Das war zwar für euch nur ein kurzer Cut, aber... Wir haben eine Zeit lang eine schöne Zeit zusammen verbracht. Hallo. Hallo. Oh, ich hasse diese Strecke. Ich mag Luigi's Mansion, das Spiel, aber die Strecke hasse ich hier. Das ist doch keine Luigi's Mansion. Doch, das ist die Strecke dazu. Ja, das ist für mich Luigi's Mansion. Achso, alles mit Geistern ist sofort Luigi's Mansion? Ja klar, auch Paranormal Activity ist Luigi's Mansion. Ja, okay. Luigi's Mansion 2 ist geil. Ja, das ist auch geil, aber irgendwie, ich habe das Spiel ja seit irgendwie Jahren nicht mehr, naja, das ist seit der Jahren, seit 2013 ist das draußen, ne? Ja. Ich glaube, 2013 habe ich das letzte Mal angefasst, weil ich in der vierten Gruselvilla dieses Viech am Ende einfach nicht besiege. Was? Welches war das in der vierten? Dieser komische Staubsauger, oder was das war? Boah, Alter, ich weiß es gar nicht mehr, was war denn die vierte? Die erste war die ganz normale Villa, die zweite war der Baum. Die vierte war dieses Eisding da. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was da der Boss war. So ein komisches Viech halt, ne? Ja. Also Eis, das sagt mir schon noch was, aber ich kann mich an den Boss nicht mehr erinnern. Ja, ich muss das Spiel mal wieder anrühren. Das hab ich auch noch. Aber ich suche hier immer noch nach einer 3DS Capture Card. Ja, das ist irgendwie... Aber die sind überall ausverkauft. Ja, ich will mir auch irgendwann eine gönnen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich warte erst, bis es Game Capture Cards billiger gibt für New 3DS. Ja. Ist, glaube ich, sinnvoller. Obwohl, was kann denn New 3DS großartig? Ja, der Prozessor ist halt besser, ne? Kann halt mehr leisten. Ja, wow. Die Spiele laufen trotzdem alle gut auf den anderen. Ja, aber falls sie mal jetzt revolutionärere Spiele machen sollen, wollen, dann... Ja. Ist schon Sinn. Als wenn ich jetzt wieder... Hey, ich bin Thomas, ich bin dumm. Ich kann nicht sprechen. Ich will einfach dieses Spiel nehmen und aus dem Fenster schmeißen. Oh ja. Nee, ich mag das Spiel, aber an manchen Stellen kann man sich so denken... Fuck you, einfach. Deswegen spielt man es gut. Das war auf seinen eigenen Skill angewiesen. Ja, ich muss mir das Spiel mal holen, wenn ich Money habe. YouTube-Money so am Start, ne? Ja, eben. Ich bin Dritter geworden, und du? Geil, ich bin Achter. Läuft. Ja, Mann, richtig heftig. Wieder minus 11 Punkte. Mhm. Es läuft doch. Mhm. Okay, ja. Das wird nur so nebenbei gemacht. Ja, ist wirklich so. Ich mach das ja auch immer abends, schmeiß ich so einen Boost an und schau mir ein paar Let's Plays an. Wir haben den Einstieg für dieses neue Rennen verpasst. Mal wieder mitten im Gespräch in das Rennen gestartet. Ich spiele ohne Ton. Was, du spielst ohne Ton? Ja. Wegen der Elgato? Ja. Tja. Leider. Oder ich muss mir solche Kopfhörer besorgen, die bis zum Fernseher reichen. Ich muss sowieso mir mal irgendwann einen zweiten Bildschirm so besorgen. Das oh ja, bequemer. Das ist nice. Ich liebe zweiten Bildschirm. Komm. Zweiter. Ja, sieht gut aus. Wenn ich jetzt wieder von der... Boah, wäre ich von der ersten Platzbombe getroffen worden, ey.
Aber nee, von einem roten. Das ist genauso gut. Boah, come on! Der rote. Jetzt bin ich wieder 8. 8 ist halt die magische Zahl. Ja, ich seh's schon, komm. Ach komm schon, schon wieder eine rote! Wieder 8. Komm! Nein, oh, wenn man diese Kurve nicht bekommt. Ich möchte dieses Spiel nie wieder spielen, außer immer Freitagabends, wenn ich es brauche für meine eigenen. Ich möchte dieses Spiel nicht mehr anfassen. Das Spiel braucht aber irgendjemanden zum Kuscheln. Das ist ganz wichtig. Ja, ich kann's gerne, eine Decke haben oder so. Ja, klar. Also diese Kuscheldecke mit dem Panda-Bär. Komm! Ah, ey. Es ist immer unmöglich, irgendwie Erster zu werden, wenn Japaner dabei sind. Jetzt hat mich während dem Goldpilz eine Feuerblume getroffen. Ja, fuck you doch einfach. Oh, ich bin Erster. Bin ich vielleicht ein Japaner? Ich gebe hier voll Gas und sobald ich vorne bin, werde ich gebumst. Macht das so Spaß, gehört sich oder? Das ja auch, ne? Macht richtig Laune. So, dass PlayerGaddon Erster wird. Erster, Erster, Erster. Ja, das läuft doch. Ja, komm, jetzt wurde ich schon wieder von Ziel gebumst. Ja, komm. Huh, ich werd Elfter. Das Rennen ist vorbei. Das kommt vors Intro. Komm, es gibt doch gleich eine Runde Mitleid. Ja, komm, es gibt gleich eine Runde Mitleid. Ich bin PlayerGaddon. Oh. Oh. Ich bin jetzt arrogant geworden. Also ich geh so auf den Sack. Pass auf, da vorne. Ich rasiere deine scheiß blauen Haare. Oh, ich bin vor dir. Komisch. Alter, jetzt bin ich aggro. Jetzt kommt die Aggro-Power von mir. Jetzt kommt so ein kleines Call of Duty. Ja, komm, schon erstmal eine grüne abbekommen. Ja, das ist... Ah, da vorne ist mal wieder PlayerGaddon, der coole Typ. Mit den blauen Haaren. Ich hab's nicht. Bam, Pilz nach vorne und PlayerGaddon überholt. Mal gucken, wie lange das anhält. Es passiert ja wieder irgendeine Scheiße. Ah, ich habe kein Item bekommen, super. Komm, komm. Wehe, du wirfst die Grüne auf mich. Okay, gute Entscheidung. So, jetzt kriegen wir die Kurve hier. Kriegen ein Item, sogar zwei. Oh. Du bist so cool, Mann, Alter. Ich weiß gar nicht, wie geil du bist. Ja, komm, ne Pflanze! Oh, ich liebe es. Ja, Mann, ich lieb's auch. Hörst du die Liebe in meiner Stimme? Ja, klar höre ich die. Ach, schade, dass du einen Stern hattest. Ja, schon schade, Alter. Ich raste auch richtig aus. Ich hab einen Stern. Heute gibt's keine XXL-Folge. Nach dem Rennen ist aus. Du kannst alleine weiterspielen, ist mir egal. Oh, ich hab dich fast getroffen. Oh, ich hab dich fast getroffen. Oh, ich amüsiere mich hier. Das freut mich. Ja, mich auch. Komm. Ich fahr so geil gerade. Ich fahr so krasse Rundenzeiten. Das läuft doch. Ist Zweiter, ne? Ja. Kannst du zufrieden sein. Ja, aber ich vertraue nicht drauf. Moment. Nee, wenn ich jetzt getroffen werde, boxe ich alle zusammen. Ja. Mist. PlayerGaddon hat einmal nicht das, was er will. Da boxt er sofort alles zusammen. Ja, genau. Ich wurde darüber geholt. Oh Mist, du bist nur Vierter geworden. Alter, was für ein Drama. Ja, ein richtiges Drama. Richtig angepisst. Was? Ich? Nein. Nein, nein. Also. Ja, komm, 6. Rennen fahre ich auch noch mit. Ja, komm. War das schon das 5? Mhm. Alter, 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 Alter. Und da sind wir schon am letzten Rennen dieser Strecke angekommen, meine Freunde. Ich bin nochmal Big Blue. Und, ja, mir gehen die Worte aus. Neben mir steht eine volle Flasche Tequila. Geil. Geil. Gönn dir. Oh, fuck. Mist. Das ist gar nicht verantwortungsbewusst gegenüber deinen Abonnenten. Ja, klar. Scheiße. Ja. Komm, komm, komm. Heute? Ja, voll in Abgrund gestürzt. Ab 18. Ich bin 18. Ihr nicht. Ich
Ich bin auch bald 18 in 3 Jahren. Wollte gerade sagen. Sind hier nur noch 3 Jahre. Ich hasse diese Strecke, aber ich bin mal wieder 8er. Geil. Ich bin 9er. 8er. 7er. Bin hinter dir. Hm, nicht mehr lang. Pass auf. Jetzt noch ein geiles Item. Pass auf. Oh, ja. Ja. Du bist so ein Wichser. Hast du den abgefeuert? Ja. Komm, noch eine. Ja, komm. Ja, witzig. Ich amüsiere mich hier total, ey. Du willst auch, dass ich eine Hatewelle gegen deinen Kanal starte, oder? Ja, klar will ich das. Ich gehe zu meinem Informatiklehrer und frage, wie ich einen Dislike-Bot programmieren kann. Und dann bumst du. Ja, mach das. Oder am besten machst du 10 Accounts und Dislike damit dann. Ja! Ich hab einen Stern und jetzt im Flug der Blitz! Stern weg, runtergefallen! Komm. Ich bin 8er, ich bin zufrieden mit. Ja, Mann, Alter. Richtig cool bist du. Ja, Mann. Das ist meine absolute Hassstrecke hier, ey. Geht mir immer so auf den Piss. Oh, ein Stern, geil. Geil, Mann, Alter. Komm, noch irgendwas Gutes zum Schluss. 8, okay, das passt schon. Und wir sind noch 6er geworden, geil. Ich bin 8er. Leute, gebt ein Dislike auf die Folge. Jetzt, drückt auf den Dislike-Button. Jetzt. Ihr drückt da jetzt drauf. Auf den Daumen nach unten. Sofort. Den Daumen nach unten. Diese Folge wird mit Daumen nach unten bewertet. Jetzt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen nach unten. Einen Daumen nach unten. Und alle Hater, die den Daumen nach oben drücken. Ja. Yo, dann bis zum nächsten Mal. Ja, hoffentlich gibt's kein nächstes Mal mehr. Ihr wollt den Hübi doch bestimmt wieder dabei haben, ne? Halt's Maul. Schreibt's unten in die Kommentare rein. Ihr wollt mich nicht dabei haben. Wenn ihr ihn dabei haben wollt, drückt auf den Dislike-Button. Wer auf den Like-Button drückt, der ist ein Hater. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace. So, jetzt sofort diese Wii U ausmachen.